Guten Morgen, Freunde. Es ist 5:15. Ich habe genau eine Stunde geschlafen heute Nacht, aber ich bin nach Kassel gefahren und wir fotografieren heute Nebel am frühen Morgen. Viel Spaß. Guten Morgen. Ja, der Dude ist noch gar nicht wach. So ein bisschen. Ich bin dann wach. Ja. Aber im Auto wird man schneller wach, wenn es kalt ist morgens. Was machen wir denn heute? Wir sind nach Kassel gefahren und fotografieren da jetzt gleich den Nebel zu Sonnenaufgang. Geil. Genau. Ich gucke jetzt nochmal genau die ganzen Daten an. Da kann man das schön sehen. Ja, wo die Wettervorhersage von Viewfinder das jetzt zeigt, dass jetzt hier gerade ganz Nordhessen mit diesem gelben Farbton markiert wird, damit man sehen kann, okay, hier gibt es jetzt Morgennebel. Und dann habe ich jetzt hier einen Fotospot rausgesucht, den der Alexander Lauterbach hochgeladen hat. Das ist diese Schwaneninsel, die ist hier hinten dran. Nein, Kasseler Aue-Teich mit Tempel. Schwaneninsel ist, glaube ich, die Insel, auf der der Tempel steht. Und da kann man eben schön dann den Nebel über dem See fotografieren mit diesem kleinen Tempel. Und die Bäume sollten außenrum auch Herbstfarben haben. Und da kann man genau sehen, in welche Richtung man da guckt. Da sieht man, das ist so eine kleine Insel. Der Alex hat das Foto jetzt nach Westen aufgenommen, aber das ist natürlich kein Problem, auch jetzt diesen Sonnenaufgang nach Osten von der anderen Seite zu fotografieren. Cool, das heißt, wir haben heute auf jeden Fall was am Start, würde ich sagen, oder? Ich denke auch, sieht auch sehr gut aus. Wenn ich hier hochgucke, blauer Himmel, da hinten kann man schon so ein bisschen den Nebel da über dem Park sehen. Das heißt also, der Nebel ist nicht zu hoch. Ob es wie tief hier der Teich ist. Oh. Geht voll. Es geht voll. Steht. Wunderbar. So Leute, wir sind jetzt am Aue-Teich. An der Schwaninsel direkt und es ist richtig cooler Nebel hier. Also Basti, die Viewfinder-App funktioniert auf jeden Fall, die Vorhersage war richtig und wir warten jetzt noch so ein bisschen darauf, dass tatsächlich die Sonne ein bisschen rauskommt, weil wenn die Sonne rauskommt in Verbindung mit dem Nebel und diesem wabernden Nebel über dem Wasser direkt, da kriegen wir wahrscheinlich richtig coole Sonnenstrahlen dann auch direkt im Foto hin. Da bin ich sehr gespannt drauf, aber ich glaube, ein bisschen müssen wir noch warten. Kann ich sogar physikalisch was zu sagen, zu dem tollen Wabernebel. Was sich gefragt hat, warum dampft eigentlich die Wasseroberfläche, wenn man so einen kalten, feuchten Morgen hat, das liegt daran, dass es so einen Dampfdruck gibt von der Wasseroberfläche, dass immer wieder Wasser, sozusagen Wassermoleküle, vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergehen. Jetzt ist es aber so, dass oben die Luft über der Wasseroberfläche schon 100% gesättigt ist mit Wasserdampf. Und dann kann das Wasser eigentlich nichts anderes machen, als direkt von der Wasseroberfläche zu verdunsten und sofort wieder zu resublimieren als kleine Wassertröpfchen, die wir dann als Nebel über der Wasseroberfläche sehen. Und deswegen dampft an kalten, sehr feuchten Morgenen, windstill muss es am besten auch noch sein, immer schön das Wasser. Ich glaube, von der Komposition her werde ich ungefähr sowas in die Richtung machen. Wir haben jetzt hier oben drüber noch so ein paar Bäume, die hier reinragen. Ist jetzt nur die Frage, ob man die mit drin haben möchte oder nicht. Cleaner sieht es eigentlich aus, wenn man sie nicht drin hat, so wie jetzt gerade. Aber guck mal Leute, ich finde es cool, wie hier der Nebel so über dem Wasser. Vielleicht verstärkt sich das noch so ein bisschen. Auf der Seite ist natürlich hier absolut viel Nebel. Müssen wir mal gucken, wie das gleich dann aussieht. Aber die Sonne wird irgendwo hier aufgehen. Und da bin ich echt mal gleich gespannt, wie das Ganze aussieht. Aber die Spiegelung wird jetzt langsam ein bisschen besser. Gerade eben war es echt krass. Wenn man jetzt ein bisschen länger belichtet, dann könnte das ganz gut aussehen am Ende. So in die Richtung könnte man es auch machen. Dann hat man die Bäume hier so im Vordergrund noch mit dabei, was natürlich auch so rechts, links, oben, überall so ein bisschen, ja, einen schönen Rahmen gibt, um das Ganze einzurahmen, um da die Blickführung noch so ein bisschen zu haben. Aber ein bisschen näher müsste ich wahrscheinlich doch wieder ran, weil ich will natürlich die Stufen hier unten nicht mit drauf haben. Also irgendwie sowas in die Richtung. Leute, guckt euch das an. Da kommt sogar richtig schön was Rotes auf uns zu. Die Wolken
sehen gleich richtig geil aus. Ja, Viewfinder hat sogar für heute Morgen hier die roten Wolken vorhergesagt, die schöne Morgenröte. Wie man jetzt sehen kann, ist hier so ein Streifen mit Rot, einmal von Mittelhessen hier hoch über Kassel bis sogar fast bis nach Berlin. Jetzt sogar fast zu Hause bleiben können, Stefan. Und da kannst du dann hier mit diesem Platzierungstool kann man genau sehen, wo man sich jetzt platzieren kann. Und da kann man sehen, dass wir jetzt hier in Kassel recht ideal platziert sind, um diese Morgenröte zu fotografieren. Und siehe da, wunderbar schöne rosa Wolken hier am Morgen zu sehen mit der Vorhersage. Eine andere coole Sache, die wir auch noch drin haben, ist, wenn wir jetzt schon am Wasser stehen, haben wir so einen Wasser, so einen Parameter, der heißt Wasserreflexion. Ne? Und da kann man jetzt schön sehen, dass hier für genau Kassel eine hohe Wahrscheinlichkeit berechnet ist. Da berechnen wir einfach mit den Windgeschwindigkeiten, ob es möglich ist, dass sich jetzt solche Binnengewässer, wie jetzt hier dieser schöne Parkteich, dass es eine schöne Wasserspiegelung gibt. Wenn du jetzt die ganzen Enten, die das jetzt hier ein bisschen kaputt machen, abziehst, dann hat man natürlich jetzt hier auch eine recht gute Wasserspiegelung heute Morgen. Auch hier auch zum Bildaufbau mit dem schönen Tempel da auf der Insel recht dienlich ist. Zeig doch mal ganz kurz, wie dein Shot aussieht gerade. Das ist tatsächlich momentan mein Shot, den ich da jetzt mache. Also ich schaue mir die Wasserspiegelung, man kann auch hier diesen coolen Nebelstreifen von dem dampfenden See sehen. Da hinten links ist ein bisschen mehr Nebel, da ist sich rüber verzogen. Wenn ich ein bisschen kurz die Belichtungskorrektur nehme, dann kann man auch sehen. So, genau, da ist dann noch oben die Himmelsröte drin mit der Morgenröte, die sich jetzt hier in den Wolken abspielt, mit ein bisschen der Wasserspiegelung. Also das alles hier wunderbar. Na, ich glaube, den Shot, den werde ich mir jetzt auch mal schnell holen. Das sieht jetzt richtig gut aus gerade. So Leute, ich möchte noch mal mit euch so ein bisschen über die Komposition sprechen. Ich habe jetzt hier gerade mal einen Ausschnitt gewählt, wo ich jetzt die Insel nicht komplett in den Fokus oder ins Center rücke, sondern so ein bisschen mehr auf der linken Seite noch mit drauf habe, weil hier auf der Seite, hier kommt halt dieser geile Nebel rein, der mir super gut gefällt. Und ich könnte jetzt sogar noch ein Stück weiter rauszoomen und noch ein bisschen weiter hier rüber kippen das Ganze. Dann habe ich eigentlich auch für mich persönlich einen ganz coolen Bildaufbau, weil wir halt das Hauptelement hier ein bisschen weiter nach rechts positioniert haben. Der Horizont ist genau in der Mitte, aber zumindest das jetzt hier ist nicht komplett in der Mitte. Und wir haben jetzt hier auf der linken Seite natürlich ein bisschen mehr Freiraum, aber da kommt halt dieser Nebel rein und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich die Komposition eher so mache oder mich wirklich nur auf die Insel konzentriere und dann entsprechend so reinzoome. Tja, also ich mache auf jeden Fall beides, mal gucken, welcher Shot es dann am Ende tatsächlich schafft. Wer übrigens meinen neuen Podcast, den Landscape Hunter Podcast, verfolgt, der weiß vielleicht auch, dass vor ein paar Wochen ich gemeinsam mit dem Basti schon mal eine Folge aufgenommen habe. Und da geht es auch noch mal ein bisschen genauer um die Viewfinder App. Also falls ihr da Interesse daran habt, dann hört auf jeden Fall auch mal in die Podcast-Folge rein. Verlinke ich euch auf jeden Fall unten auch in der Videobeschreibung. Man muss immer dazu sagen, funktioniert nicht immer, weil es ist halt eine Wetterprognose. Ne? Also man kann halt nie zu 100% das Wetter vorhersagen. Aber es gibt halt Tools, womit man das sehr, sehr gut von der Wahrscheinlichkeit erhöhen kann. Und dadurch seid ihr natürlich auch gerade wie ich jetzt heute, wenn ich 4 Stunden hierher fahre, habt ihr das Risiko wesentlich geringer, dass ihr da umsonst 4 Stunden hinfahrt. Und Live-Daten bauen wir auch noch irgendwann ein. Wir haben jetzt nur eine Vorhersage drin, die ist ziemlich genau, aber es wäre natürlich noch besser, wenn wir Satellitenbilder, Webcams, und auch wirklich jetzt ein ganz spezielles Satellitenbild, das heißt Nebelcheck. Da kann man dann wirklich sehen, wo ist Nebel bei Nacht oder Wetterstation. Wenn wir das alles noch mit eingebunden haben in der App, dann könnt ihr eigentlich gar nichts mehr falsch machen, weil dann könnt ihr morgens exakt gucken, okay, wie war abends die Vorhersage und wo ist tatsächlich der Nebel. Und dann macht ihr gar nichts mehr falsch beim Fotografieren. Das ist die Zukunft, das bauen wir auch noch alles ein. Tja Leute, was soll ich sagen? Nebel, 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 zu viel Nebel. Aktuell müssen wir uns hier ein bisschen gedulden, weil tatsächlich so viel Nebel jetzt reingekommen ist, dass
das Licht und die Sonne komplett verdeckt wird. Wenn die da gleich mal kurz durchkommt, dann haben wir wahrscheinlich eine richtig geile Lichtstimmung hier mit den ganzen Sonnenstrahlen, die da durchkommen. Aber aktuell müssen wir uns ein bisschen gedulden, weil zu viel Nebel da ist. Leute, was sollen wir sagen? Der Nebel hat sich leider nicht verzogen, aber auch solche Tage gibt es. Aber ich denke mal trotzdem, gerade am Anfang hatten wir jetzt schon ziemlich geile Bedingungen, auch mit der Röte dann am Himmel. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall ein paar gute Shots haben. Und ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, welches Foto euch am besten gefallen hat. Und ansonsten natürlich auch der Link unten in der Videobeschreibung nochmal zur Viewfinder-App. Falls ihr die ausprobieren wollt, dann einfach mal unten draufklicken. Wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Fotografieren auch öfter zusammen. Denke ich auch. Und auf jeden Fall nicht vergessen, hier liken, kommentieren, abonnieren. Über 60% der Leute, die meine Videos gucken, haben mich nicht abonniert, tatsächlich. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.